Das Thema, aber zu dem wir schon noch kommen müssen, sind die Verhaltenssüchte. Da gehen wir einfach von der Vorstellung aus, dass fast jedes menschliche Verhalten auch süchtig werden kann. Ich glaube, es ist nicht so häufig der Fall, wie man das immer sagt. Ich finde das hier, die Prävalenzzahlen, die man immer wieder präsentiert bekommt bei genauer Betrachtung und bei genauer Analyse, denke ich mir, nicht so hoch sind. Das ist bei uns in Österreich ein gewisses Problem. Wir haben ja so einen Kleinheits-Minderwertigkeitskomplex, nachdem wir einmal sehr groß waren. Und ich sehe immer wieder, dass die Berichterstattung sehr stark ist. Wir sind die Größten und die Schlimmsten und dann weiß ich, was wir alles haben. Wollen das unbedingt auch außerhalb des Skifahrens sein. Und das spiegelt sich auch bei den Präventionszahlen wieder, dass wir die höchste Rate von Rauchern haben und die höchste von Trinkern. Ich kann das einfach nicht glauben, dass die Bayern, die ja bekanntermaßen auch kein bierverachtendes Volk sind, sozusagen nur halb so viel trinken sollten wie wir in Österreich. Und kürzlich habe ich einmal eine Untersuchung gelesen, in der Vorweihnachtszeit 70% der Österreicher sind kaufsüchtig. Das ist natürlich ein Unsinn, sondergleichen. Das sind vielleicht 700 oder 1000, die wirklich süchtig sind. Und wenn ich eine Umfrage mache zur Kauflust, die natürlich und zum Kaufzwang, der in der Hochsaison natürlich bei jedem von uns sehr stark ist, hat das noch lang nichts mit Sucht zu tun. Und ich glaube auch, selbst bei der Internetsucht, bei den virtuellen Süchten, da geistert immer wieder diese Prävalenzzahl von 3,4% durch die Medien. Ich weiß nicht, ob das wirklich so trifft, wenn es um Sucht geht. Ich sage nicht, dass die jungen Menschen nicht wahnsinnig viel Zeit im Netz verbringen, das ist ja ohnehin klar, und dass man die möglichst kurz machen sollte. Aber man darf den Begriff der Sucht auch nicht inflationär verwenden, dann wird er auch nicht ernst genommen und dann kennt man die Schrecklichkeiten der Sucht nicht. Also letzte Woche war im ORF so diese Kampagne, dass man nichts Süßes essen soll, also durchaus natürlich gerechtfertigt, und dann hat eine Expertin gesagt, ja, also zwischen Kokain, Heroin und Zuckersucht ist überhaupt kein Unterschied. Also das sollte mal mit mir auf die Visite gehen, dann würde sie den Unterschied kennenlernen. Natürlich, ich weiß schon, was sie sagen wollte, dass die Folgen halt langzeitlich nicht zu unterschätzen sind. Aber wie gesagt, ich möchte auch ausdrücklich davon warnen, alles als Sucht zu bezeichnen, weil dann einen die Menschen immer ernst nehmen. Und dann ist jeder Prävention der Boden unter den Füßen entzogen. Es ist unzweifelhaft, dass jedes menschliche Verhalten süchtig werden kann. In meinem Buch habe ich mir einen Scherz erlaubt, also nicht in dem da im Suchtbuch, dass sie alle Süchte von A bis Z aufzählt, also die Arbeitssucht und die Beziehungssucht und die Cannabissucht. Das ist alles ganz leicht, da fallen einem viele Süchte ein. Da gibt es übrigens auch die Betsucht, die ist fürchtig, hat keine so hohe Prävalenz mehr. Und dann die Bettsucht, das ist wahrscheinlich die Schlafkrankheit. Und ein bisschen schwierig wird es, fällt Ihnen eine Sucht mit X ein, die Xanor-Sucht mit Y, die Jochen-Bien-Sucht, das ist der Vorgänger, der natürliche Vorgänger von Viagra, und auf den kann man auch süchtig werden. Aber also es gibt auf jeden Fall jedes menschliche Verhalten, kann letztlich suchtartigen Charakter bekommen, das ist gar keine Frage. Hängt, wie wir vorher gesagt haben, sehr stark ab von der Griffnähe, vom Angebot. Und natürlich hat vor 50 Jahren, als man kein sehr hohes Einkommen gehabt hat und, glaube ich, 60% für Essen gebraucht hat, heute, glaube ich, nur mehr 11%, hat die Kaufsucht keine Hochkonjunktur gehabt. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Und natürlich hat die Spielsucht quantensprungartig zugenommen, weil sie eben nicht mehr kultiviert ist. Spielsucht hat es immer gegeben, seit es Menschen gibt. Der Mensch ist ja auch ein spielendes Wesen. Und, aber früher war sie doch, also da hat man, weiß ich was, einen Krawatt umwürgen müssen und bis 4 Uhr warten und dann einen Kontoauszug vorweisen und einen Ausweis und so weiter. Das ist halt alles nicht mehr notwendig. Wenn ich nachts um 3, wie auch immer, gekleidet mir vor dem Rechner sitze, bin ich schon mittendrin. Und dadurch haben wir einen sehr starken Anstieg natürlich der Spielsucht. Computersucht, detto. Kaufsucht, wie gesagt, ist ein bisschen konjunkturabhängig, aber man muss schon als Sucht, man darf nicht Kaufrausch und Kaufsucht untereinander unterscheiden. Also, wie mir kürzlich eine Frau gesagt hat, die mit der Kärntnerstraße raufgegangen, der Mann hat eben die Kreditkarte gegeben, weil er selbst immer abwesend war und sie zufriedenhalten wollte. Kärntner Straße hinauf 65.000 Euro, Kärntner Straße runter 37.000. Lauter Dinge, die sie nicht einmal auspackt hat und so. Aber das ist natürlich, das ist dann Sucht, das ist eine Ersatzhandlung.
Die Sexsucht spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Die Sportsucht ist ein Beispiel für eine gute Form der Sucht, als eine in der Regel ungefährliche Sucht, weil ich, man kann sich so als Regel immer merken, wenn ich für die Sucht was tun muss, also wenn ich sie sozusagen erarbeiten muss, den rauschhaften Zustand, wie ein Derwisch durch intensives Tanzen oder wie ein Meditierender durch Erlernen der Meditation, wie es die Buddhisten ein Leben lang machen, dann ist sie nie gefährlich. Aber wenn ich nur in die Tasche greifen muss oder nur auf einen Knopf drücken oder nur eine Tablette schlucken, dann ist die Sucht natürlich viel, viel potenter, weil sie dann sozusagen inflationär und reflexhaft verwendet werden kann. Die Arbeitssucht gilt in dem Kulturkreis, aus dem ich herkomme, durchaus als auszeichnungswürdiges Verhaltensweisen und etwas sehr Erwünschtes. Jetzt, was steckt hier dahinter? Ich denke, psychologisch belegen kann man folgende vier Faktoren, nämlich, dass gerade bei den jungen Menschen natürlich die Abenteuersucht, die Gefahrsucht, das Ausloten, Ausprobieren seiner Grenzen etwas sehr Reizvolles ist und hier eine ganz maßgebliche Rolle spielt, ist klar. Dass wir bei jeder Form von Verhaltensweisen, die irgendwie etwas Rauschhaftes erzeugen, enthemmt werden, das ist auch klar. Der Rausch ist ja im Prinzip nichts anderes als eine kurzdauernde Geisteskrankheit. Der hat alle Elemente einer Geisteskrankheit, dass ich verwirrt bin, dass ich euphorisch oder depressiv verdichtet bin, dass ich enthemmt bin, dass ich selbst neurologische Symptome habe, Zungenschlag, Gang und so weiter. In der Regel aber endet der mit dem Schlafen, das ist dann vorbei, im Gegensatz zur richtigen Geisteskrankheit. Verliebtsein ist auch eine Geisteskrankheit, oder? Dass man plötzlich euphorische Stimmung hat, dass man beobachtet, interpretiert, dass man manchmal wahnhafte Übertragungsideen entwickelt und alle möglichen falschen Urteile für sich gibt, etc., etc. Aber das ist dann sicher nicht das Gefährliche. Das Gefährliche ist eben das Enthemmende, das in diesem Zustand möglicherweise hier ist. Dann reagieren wir halt eben unkalkulierbar und dann kommt es zu schwierigen Verhaltensweisen, auch bei der Verhaltenssucht. Dann haben diese Verhaltenssüchte zu tun mit der Erfahrungssuche und besonders für die Empfänglichkeit für Langeweile. Es muss immer etwas los sein. Das ist in unserer Gesellschaft so ein Grundfaktor. Mir ist es auch schon wiederholt passiert, weiß ich was, wenn man irgendein Fernsehporträt machen wollte wegen irgendeines Kriminalfalls, wird da komischerweise auch der Gutachter manchmal porträtiert. Und dann hat man im Briefengespräch gefragt, was haben Sie denn für Hobbys? Und dann habe ich manchmal gesagt, nichts tun. Das Porträt war zu Ende. Das interessiert keinen, zum Fenster rausschauen, nichts tun, sich erholen, das wären eigentlich ganz wichtige Dinge, aber die halten wir heute nicht mehr raus. Es muss immer etwas los sein, es muss immer was drauf sein, dass wir dann, wie wir Vormittag gesagt haben, komischerweise noch als ganz cool bezeichnen, obwohl es eigentlich das Gegenteil gefangen wird. Also das sind alles, glaube ich, Faktoren, die den Verhaltenssüchten generell zugrunde liegen. Die Kaufsucht, um jetzt die wichtigsten im Schnelldurchlauf durchzugehen, ist vom Begriff her nicht so neu. Wissenschaftliche Bearbeitung erst seit wir die Droge, nämlich das Geld haben. Man geht von Prävalenzzahlen von ca. 1,8% aus. Diese 8% bei den österreichischen Untersuchungen muss man vor diesem Hintergrund betrachten. Also meine Tochter, die ist Methodenforscherin in Zürich, und die sagt immer, die österreichischen Prävalenzuntersuchungen, da gibt es zwei Formen, die sind ganz schlecht oder sehr gut. Die in Österreich entwickelten Prävalenzmethodologien, die kann man, sagt meine Tochter, vergessen. Und sehr gut sind aber diejenigen, wo die Forscher die deutschen Ergebnisse hernehmen und 10%, das kann man gerade noch ausrechnen, dann stimmen die Daten ungefähr. Also das muss man jetzt vom Hintergrund, her betrachten. Aber die Prävalenzzahlen würde ich sagen 1,8%, also 1% ungefähr, konservative Schätzungen. Substanzsüchte etwa 3%, Süchte überhaupt 5%. Mehr sind es nicht, ich meine, das sind viel genug. Dass Sie mich nicht falsch verstehen, aber mit diesen ewigen Übertreibungen, die sind meines Erachtens antipräventiv.
Anteil der Frauen ist sehr groß und starke Zunahme in den letzten Jahren. Sportsucht, ein Zustand, bei dem eine Person exzessiven Sport betreibt, nur nah. Die sind in der Regel nicht gefährlich. Es gibt Einzelfälle, wo Sportsucht auch derartig dominant werden kann, dass es zur Vereinsamung kommt, dass niemand anderer mehr Platz hat in meinem Leben, dass alle anderen Interessen vernachlässigt werden. Ich habe selbst schon Sportsüchtige, wie gesagt, es waren nicht viele, die ich behandelt habe, gesehen, die haben überall joggen müssen, um das Joggerhigh zu erreichen, also auch auf amerikanischen Highways und auf fünfspurigen Autobahnen in China haben die am Rande gejoggt und Ähnliches, weil sie es nicht anders konnten und übrigens die Frau immer auch gesagt hat, sonst ist er nicht auszuhalten. Und ich habe auch schon Sportsüchtige behandelt, die im Laufen, im Zusammenhang mit diesem Joggerhigh, das hier raufkommt, so eine Zwangsidee entwickelt haben, ich muss die Sünden der Welt abdienen zum Beispiel und sich dann also ganz besonders quälen. Aber in der Regel hat Sport natürlich einen extrem suchtpräventiven Effekt aus vielen Gründen. Ausdauersport sowieso. Das wäre jetzt wieder auch ein eigenes Referat, da habe ich ja vormittags schon gesagt, Sport als Psychotherapie, weil es im Sport alle sehr viele Elemente, die man sonst mühselig in der Psychotherapie erarbeiten muss, umsetzen können. Körpertherapie. Wenn ich Sport betreibe, bekomme ich natürlich ein Körpergefühl. Haben Sie das beobachtet, dass sich von Ihren Kindern oder vielleicht von Ihren früheren Schülern im Lauf des Lebens 31% selbst schneiden? Das sind keine Selbstmordkandidaten, die meisten, sondern sie wollen den Körper spüren. Sie sagen, ich spüre meinen Körper nicht mehr. Das ist bei Medikamentensucht ein Riesenproblem, dass man kein Körpergefühl mehr hat, dass man sagt, ich stehe hinter mir, ich habe zwei Ichs, ich habe das Gefühl, die Hand ist fremd oder das Bein oder dergleichen. Und wenn man dann Sporttherapie macht, wenn man wieder schnaufen beginnt und ein Herz spürt und die Gelenke wehtun und die Muskeln, das ist Psychotherapie pur. Wenn Sie auf den Berg raufgehen, was gibt es eine bessere Rhythmisierung? Rhythmisierung ist etwas ganz Wichtiges, weil wir erzogen worden sind so nach diesen Dingen, die zum Teil antirhythmisch sind. Morgenstund hat Gold im Mund. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich bin nachtaktiv. Ich müsste also immer gegen meinen Rhythmus leben. An der Früh essen wie ein Bürger, am Mittag wie ein, in der Früh wie ein Fürst, am Mittag wie ein Bürger, am Abend wie ein Bettler. Ja, ich habe am Morgen essen, wäre für mich eine Qual. Und am Abend habe ich Kontrollverluste. Und also das muss rhythmisiert werden. Ich muss nach diesem Rhythmus leben, das ist ganz wichtig. Und Sport rhythmisiert, der innere Dialog. Wenn Sie auf den Geißberg raufgehen, dann beginnen Sie mit sich zu sprechen, im inneren Dialog. Es hat einen meditativen Charakter, das entwickelt Gelassenheit, wenn Sie hinabblicken und so weiter. Als Sucht ist er, wie gesagt, kein Problem, kein wirkliches Problem. Und bei allen diesen Verhaltenssüchten gilt die Grundregel, wenn Sie sozusagen das Epiphänomen sind, dann muss man natürlich die Basisstörung behandeln, die dem zugrunde liegt und nicht den Sport oder das Kaufen oder die Droge, sondern die zugrunde liegenden Dinge, und die sind überall gleich. Arbeitssucht ist schon ein bisschen gefährlicher, weil es ist natürlich eine zeitintensive Sucht. Das sind eben jene Menschen, denen es nie wohl ist, wenn sie nichts tun, die immer etwas tun müssen, sonst haben sie ein schlechtes Gefühl, Schuldgefühle, die sich also sehr stark identifizieren über Arbeit, dadurch natürlich soziale Kontakte verlieren, dadurch keine Hobbys mehr betreiben. Und die dann letztlich auch bezüglich psychosomatischer Gefährdung in Richtung des Typ-A-Verhaltens hineingehen, also sprich Dysstress. Betroffene Menschen sind mit einer hohen Rate an Bluthochdruck, an stressaktiven Erkrankungen, an Rhythmusstörungen und so weiter. Also das ist hier, denke ich mir, schon von einer gewissen Bedeutung bei den Arbeitssüchtigen, weil es eben letztlich zu einem Lebensstil führt, der für sich aus gefährlich werden kann und weil manche Menschen lediglich ihre Probleme dadurch einigermaßen ertragen und beheben können, dass sie
dieser Form von Sucht nachgehen. Aber verstehen Sie mich auch nicht falsch. Warum macht man in der Suchttherapie, wie in aller Therapie mit psychisch Kranken, sehr viel Arbeitstraining? Weil es eben halt darum geht, das Durchhaltevermögen, das Konzentrationsvermögen zu stärken, die sozialen Beziehungen, die bei Sportarbeit ja auch eine ganz wichtige Rolle spielen, Disziplinierung im positiven Sinne, hier verwirklicht werden und Ähnliches. Aber wenn es dient als reines Ausweichverhalten, wenn es dient sozusagen, um nur meine leeren Gefühle zu beseitigen, wenn es zwanghaft wird, dann hat es natürlich einen suchtähnlichen Charakter. Es gibt eben auch dementsprechend eine ganze Reihe von Arbeitssüchtigen, die Zwanghaften, die Besessenen, die Perfektionistischen. Es gibt Leute, die heimlich arbeiten, die Binge-Worker, die das Arbeiten so wie einen Rausch auffassen, die Verbissenen, die Enthusiastischen und so weiter. Es kommt immer darauf an, ist das etwas Konstruktives, was mir wohltut, wie beim Stress, beim Eustress, da ist ja kein Krankheitsfaktor, oder ist es etwas Destruktives, wo ich das Gefühl habe, es ist Zwang dabei, es ist letztlich auch dieser Versuch dabei, mich von irgendeinem Problem zu lösen. Wie gesagt, die Prävalenzzahlen hier sind niedrig, immer so beim 1%-Niveau gelegen, manchmal in Kombination mit anderen Süchten und auch in durchaus unterschiedlicher Verteilung. Ja, bei den Computersüchtigen, was soll ich Ihnen hier in der Kürze der Zeit dazu sagen? Weil ich glaube, der Computer wird oft zu Unrecht verdächtigt, weil er für sehr vieles verantwortlich gemacht wird, für Amokläufe und für verschiedenes andere mehr. Und Sie kennen ja wahrscheinlich alle diese Thesen meines deutschen Kollegen, der von der digitalen Demenz gesprochen hat, der immer sagt, der geht also von der Überlegung aus, wenn wir Funktionen unseres Körpers delegieren und unsere Muskeln zum Beispiel nicht mehr gebrauchen, also auf Maschinen oder auf Autos die Bewegung umlegen, dann wird der Muskel atrophieren, was er stimmt. Und er sagt halt, wenn wir unsere Gedächtnisleistungen auf Wikipedia oder auf Google und unser Recherchieren auf Google sozusagen auslagern, also unser Gehirn nicht mehr gebrauchen, wird es atrophieren und wird dement werden. Da ist er natürlich, einerseits schreibt er damit Bestsellerbücher, auf der anderen Seite ist es natürlich sehr umstritten, aber Tatsache ist, wir können heute ohne diese Medien überhaupt nicht mehr leben. Tatsache ist auch, dass es hier tatsächlich auch süchtiges Verhalten gibt, wenn eben diese Kriterien erfüllt sind, dass nichts anderes mehr Platz hat, dass nichts anderes mehr wichtig ist, dass alle anderen Interessen vernachlässigt werden, dass der ganze Fokus meines Denkens, Fühlens, Handelns auf den Computer eingeengt wird, dann kann es schon Sucht sein. Aber es gibt bei der Sucht, das haben wir ja im ersten Teil schon gesagt, in der Regel wenig Krankheitsgefühl oder erst sehr spät. Das ist auch beim Alkoholiker so. Bei den Drogensüchtigen ist Krankheitsgefühl oft da, aber die sagen, das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich ins Paradies kann für einen Heroinschuss. Das ist für ihn ein Eintritt ins Paradies vor ein paar Stunden. Dann ist mir das wurscht, wenn ich Hepatitis und AIDS und weiß ich was alles habe. Das andere ist viel schöner und viel wichtiger. Und bei den Computersüchtigen haben wir null Krankheitsgefühl. Null. Die sagen, ich bin noch nicht deppert zum Psychiater, der versteht nicht halb so viel wie ich. Was er stimmt, da hat er absolut recht, der bräuchte Hilfe für mich, nicht ich von ihm. Hingegen von den Angehörigen haben wir einen enormen Leidensdruck. Die sagen, die sind verzweifelt, die sagen, unser Junge kommt von der Schule, haut die Schultasche in die Ecke hinein, verschwindet im Zimmer. Da sehen wir dann höchstens noch, dass das Licht bis nachts um fünf brennt und dass der Pizzawagen vorfährt, aber geredet wird kein Wort und dass er in der Früh übernächtig ist und zur Arbeit oder zur Schule gezwungen werden muss. Also wird die Angehörigen maximaler Leidensdruck. Darum kommen sie auch die in unsere Sprechstunde, die Betroffenen selbst, minimalen Leidensdruck. Das ist das Problem, das wir hier haben und das werden wir die Ärzte unter uns bestätigen. Das ist in unserem Job das Angenehme, dass die Leute hochmotiviert kommen.
Aber wenn jemand nicht sich krank fühlt und überhaupt keine Symptome hat, sondern im Gegenteil sich da narzisstisch und hoch noch als Herr und Frau des Netzes und ich hole die Welt herein fühlt, dann kann man mit Therapie, dann hat man es sehr schwierig, die Therapie in den Mann zu bringen. Jetzt die Epidemiologie, wie gesagt, die Zahlen scheinen mir relativ hoch zu sein, das muss ich einschränkend sagen. Und die werden sich auch immer wieder ändern. Bei der nächsten Untersuchung lesen Sie andere Zahlen. Dass eine Zunahme hier ist, das ist, glaube ich, bedeutsam. Wir haben bei der Computersucht das Problem, dass wir überhaupt keine Messparameter haben. Das ist bei dieser Erfassung immer sehr schwierig. Beim Alkohol behilft man sich, indem man die Fälle der Leberzirrhose erfasst und dann durch irgendeine Rechenformel weiß man, so und so viele Zirrhosefälle sind auf Alkohol zurückzuführen und dann kann man zum Beispiel die Zahl der Süchtigen errechnen, bei den Drogensüchtigen zum Beispiel durch die Drogentoten oder auch durch die Kontaktierung von Beratungsstellen und so weiter gibt es sogenannte Pompidou-Verfahren, Pompidou-Richtlinien, wo man es berechnen kann. Für mich ist Rechnen ein Verbrechen, weil es nicht kann. Und letztlich bei der Computersucht können wir es sehr schwer messen. Das ist das Problem. Diese Erhebungen beruhen zum Teil auf computerisierten Erhebungen, Interneterhebungen, wo jeder machen kann, was er will. Einen Test gibt es nicht. Tests dürfen wir ohnehin nicht überschätzen. Tests sind immer sehr problematisch. Vielleicht jetzt nicht so ihre schulischen Einstellungstests, aber sonst Psychotests und Medizinertests sind aus meiner Sicht sehr, sehr problematisch, weil sie auch nichts, bei weitem nicht so viel aussagen können, wie man von ihnen verlangt. Und im Übrigen haben Sie gewusst, dass Testtraining 2010 oder Testtraining jetzt heißt 2020 oder Testtraining 2030 bei Amazon.de der Bestseller Nummer 1 ist über die Jahre hinweg gerechnet. Das sind Bücher, wo man einem beibringt, wie man Tests zu beantworten und zu knacken hat. Also, dass man beim Rorschach ja kein Blut sehen darf und ähnliche Dinge. Und da sehen Sie ja den ganzen Wert, den Tests haben. Sie sind erlernbar, sie sind fälschungsbar. Man macht Kurse. Ich glaube, beim PISA-Test ist es im Prinzip was Ähnliches. Dort schneiden die am besten ab, die halt am besten drauf trainieren oder nicht die, die am besten lesen können und so. Naja, aber das wäre wiederum ein anderes Thema. Ich wollte gesagt haben, bei den Computern, also bei all diesen Zahlen, Sie sehen sich, behandle sie mit großer Vorsicht, weil es hier große Verfälschungen gibt, aber dass es ein Problem ist, das kann man letztlich nicht bestreiten. Zur Internet-Sexsucht sage ich jetzt gar nichts dazu, weil, wie soll ich sagen, weil ich habe ein ambivalentes Verhältnis, weil es gibt Untersuchungen, die besagen, dass Internet und der Computer verdankt seine weltweite rasche Verbreitung hauptsächlich der Verbreitung sexueller Inhalte. Also viel wichtiger als Nachrichten und Banken sein sexueller Inhalt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich sehe es insofern ein bisschen anders. Dass nämlich wir zum Beispiel seit Mitte der 1950er Jahre einen Rückgang haben von Sexualdelikten, einen sehr starken Rückgang haben von Sexualmorden. Da dürfen wir uns nicht täuschen lassen, wenn die Bildungszeitung der Deutschen der mediales Hochfest veranstaltet, wenn der Sexualmord war. Tatsache ist, wir haben in den 50er Jahren mindestens 10 bis 20 Mal so viel gehabt wie heute. Und das Anzeigeverhalten ist ja Gott sei Dank viel höher geworden bei sexuellen Übergriffen, bei Vergewaltigungen und so weiter. Und die Fristen, wo man anzeigen kann, die Verjährungsfristen, hat man verlängert. Das sind alles sinnvolle Maßnahmen und hat glücklicherweise dazu geführt, dass das Dunkelfeld kleiner ist. Aber das hat nichts zu tun mit der realen Entwicklung. Kurzum, ich glaube, dass Internet-Sex, also natürlich nicht Kinderpornografie und so weiter, aber diese Dinge hier, dass die sehr viel sexuell aggressives Potenzial abpuffern. Das klingt jetzt für Sie wahrscheinlich provokant und ist wahrscheinlich auch nicht tatsächlich nicht sextauglich für den Unterricht, aber es ist, denke ich, psychodynamisch diese andere Seite, die es natürlich auch gibt. Aber natürlich, wenn man so diese Zahlen hört und wenn man
diese Razzien macht im Internet und dann werden sehr viele erwischt mit diesen ganzen Aktionen. In einem Land sogar der Justizminister und hohe Kriminalbeamte und Psychiater und so weiter und so fort, dann denke ich schon, dass es ein wichtiges Thema ist, ein großes Thema. Aber es gilt hier auch wieder einengend zu sagen, letztlich sind die Kriterien einer Sucht erfüllt, sind die Ursachen des süchtigen Verhaltens in den besagten allem gelegen, in Selbstwertzweifeln, Minderwertigkeitsgefühlen, versuchte Stimmungsregulation, neuen Erlebnissen und so weiter. Und da muss man natürlich in erster Linie die Dinge behandeln und nicht das süchtige Verhalten an sich. Das fällt dann sowieso weg, wenn es gelingt, die Basisstörungen. Das ist immer Prinzip jeglicher heilender, aber auch präventiver Bemühungen, die Basisstörung wirksam anzugehen und darüber zu sprechen, die Kränkungen aufzudecken, wie wir heute Vormittag gesagt haben, die Verletzungen, die Traumatisierungen. Und dann wird die Sucht als Symptom letztlich wegfallen. Auch die Sexsucht, die, wie gesagt, eine eigene Dynamik wäre. Dann schließlich das Spielen. Der Mensch ist ein Homo sapiens, das wissen Sie ja, dass er mehr oder weniger sapient ist in der Schulzeit. Der Mensch ist, also das wissen Sie alles viel besser als ich, ist auch ein Homo faber, sagen die Philosophen, aber er ist auch ein Homo ludens, er ist ein spielender Mensch. Der Mensch braucht das Spiel zur Erlernung von Geschicklichkeiten. Warum können die Kinder, sind die viel Firma mit Computern, weil es eben diesen spielerischen Charakter hat und dadurch leicht gelernt wird und wir Alten sind diesbezüglich fast Analphabeten, was auch ein Problem ist, dass wir die Sprache sozusagen dann verlieren, die gemeinsame durch diesen Effekt. Aber das Spiel ist auf jeden Fall natürlich nicht verhinderbar und nicht helfen auch gesetzliche Regelungen nicht. Es ist der Tatsache, dass der Mensch spielen will, dass er wahrscheinlich spielen muss und dass er teilsüchtig wird. Was glauben Sie, wer hat in Europa die höchsten Prävalenzzahlen an Spielsucht? Früher hat man gesagt Studenten, heute sind es, ich will es aus Zeitgründen vorwegnehmen, sind es Arbeitslose aus der Türkei, also jugendliche Arbeitslose aus der Türkei und britische Rentnerinnen. Also jetzt aber nicht wegen dem Brexit. Sondern weil das zeigt das ganze Wesen der Sucht. Es hat damit zu tun, dass man in einer muslimischen Kultur weniger andere Süchte hat, also zum Beispiel kaum eine Alkoholsucht, auch nicht so eine Medikamenten- und Drogensucht, aber ein süchtiges Verhalten auf der Seite hat natürlich auch mit Akzelerationsfindung, mit vielen, vielen anderen mehr zu tun und bei den britischen Rentnerinnen wahrscheinlich mit dem Vereinsamungsaspekt, dass die isoliert leben, wenig Kontakte haben und drum halt eben über Spielsucht sozusagen ihre Leere, ihr Vakuum, das sie spüren, füllen wollen. Und das spielt natürlich auch bei jungen Menschen eine gewisse Rolle. Jetzt bei der Spielsucht ist auch etwas besonders zu beachten. Nämlich, Sucht ist dann immer besonders schwerwiegend gravierend, wenn der Abstand zwischen Handlung und Erfolg oder Misserfolg kurz ist. Also je kürzer der ist, desto gefährlicher ist die Sucht. Sprich, wenn ich Bier normal trinke und vorher gegessen habe, dann tritt der Effekt, sagen wir, nach 20 Minuten, eine halbe Stunde ein. Wenn ich Bier auf nüchternem Magen trinke, viel, viel schneller. Wenn ich magenoperiert bin und er da durchsaust, also gar nicht im Magen Verweildauer hat, ist er schon nach 10 Minuten hier. Darum haben zum Beispiel unter anderem Magenoperierte viel höhere Rate an Sucht, weil dieser Effekt sehr kurz ist. Und darum ist natürlich das Spritzen von Heroin auch so gefährlich, weil ich in Sekundenschnelle den Effekt habe. Und das ist bei den Automatenspielen natürlich das Hauptproblem, dass hier der Ablauf viel rascher ist, als zum Beispiel beim normalen Roulette-Spielen. Beim Roulette-Spielen haben wir schon ein bisschen eine Spanne. Das ist deswegen nicht ungefährlich, aber es hat bei weitem nicht diese Penetranz
wie die Automatenspiele, drum auch diese heftigen Auseinandersetzungen, die man hat. Soll man das kleine Glücksspiel, wie es heißt, freigeben oder soll man es bestrafen? Ich glaube, in Salzburg wird es nicht zugelassen. Und in Wien seit neuestem auch nicht, in meinem Bundesland auch nicht, in anderen sehr wohl, weil man Geschäfte mitmachen will und Ähnliches. Aber das sind die eigentlich problematischen Dinge, die hier sind. Jetzt, das Spielen hat wie alle Verhaltenssüchte alle Kriterien der Sucht, außer die direkten Organschäden. Das ist wichtig, sonst ist alles erfüllt, die Einengung des Verhaltens, die Steigerung der Dosis, die heißt beim Spiel halt, heißt die Dosis 500 Euro statt 50 Euro oder dergleichen. Die Frequenz nimmt zu, die Ausrichtung des Lebens, es sind alle Kriterien einer Sucht erfüllt. Ich muss Ihnen noch eine Geschichte kurz erzählen, die mehr sagt als alle Statistiken. Und ich habe da im Gefängnis einmal einen jungen Mann kennengelernt, das war ein, also 42 ungefähr, erfolgreicher Unternehmer. Er hat gehabt einen Handwerksbetrieb mit 40 Mitarbeitern und war im Gefängnis jetzt wegen eines Bankraubes. Und hat mir seine Geschichte erzählt, als er war aus einfachen Verhältnissen, hat sich emporgearbeitet, tüchtiger Handwerker, einen florierenden Betrieb aufgebaut und hat wirklich zu Reichtum und Ansehen gebracht. Und hat eine Villa am Bodensee gehabt und das Segelboot und hat alles, was so dazugehört. Geht eines Tages mit einem Geschäftsfreund ins Casino, er war überlastet, so Burnout-Symptomatik gehabt und hat festgestellt, die Atmosphäre tut ihm ganz gut und das gefällt ihm und ist dann bald ohne Geschäftsfreunde dorthin gegangen. Und ich kürze die Geschichte ab. Er ist dann in Krawatte schon auf die Baustellen gekommen, was bei den Arbeitern Erstaunen hervorgerufen hat. War um 16 Uhr im Casino Bregenz, dann im Casino Lindau, dann im Casino Kleinwalsertal, Garmisch, Seefeld, Innsbruck. Und dann hat er wieder 100.000 Euro weniger gehabt und gesagt, das nächste Mal mache ich es richtig und weiß, wie ich spielen muss. Die Geschichte nimmt den üblichen Suchtverlauf. Das Boot und die Frau und das Haus und der Hund waren weg. Und er hat nur mehr 16 Millionen Schulden gehabt und ein paar Kunden, die im Schwarzgeld schuldig waren. Und hat das gesagt, wenn ich schon hin werde, dann wenigstens richtig und erfülle mir den goldenen Schuss, der da heißt, nach Monaco. Und als wieder Heroinist sagte, gib mir dann wenigstens den goldenen Schuss, damit der Abgang schön ist. Und er sammelt also dieses Schwarzgeld ein für seinen Kunden und fährt damit hinunter mit ein paar hunderttausend Euro und gewinnt 30 Millionen innerhalb von einer Woche. Und jetzt beginnt die Sucht. Unsereiner würde sagen, der Mann hat die Probleme gelöst. 16 Millionen Schulden, 14 bleiben ihm für den Neustart. Aber doch nicht der Süchtige. Der Süchtige sagt, er wäre ja ein Depp, wenn er so eine gute Welle habe und die würde jetzt aufhören. Naja, und das endet dann damit, dass er halt letztlich die 30 Millionen auch verloren hat und einen Banküberfall machte und bei mir gelandet ist. Aber die Geschichte ist erst jetzt zu Ende. Ich habe dann also mit ihm Psychotherapie gemacht und die Basisstörungen behandelt und die Empathie entwickelt und alles Mögliche und ihm tief ins Auge geblickt. Und er hat gesagt, super war die Therapie am letzten Tag und hat mir die feuchte Hand gereicht und gesagt, weil in der Therapie habe ich wirklich eines gelernt, wenn ich rauskomme, nämlich wie ich richtig spielen muss. Also da sehen Sie, wie Suchttherapie halt manchmal auch verläuft oder Psychotherapie. So, jetzt kommen wir im letzten Teil, die letzte halbe Stunde, das ist ja furchtbar, zu den präventiven Möglichkeiten. Ich möchte noch kurz, wie gesagt, ich muss es halt leider aufgrund meiner eigenen Sprichsucht im ersten Teil, muss ich es in ein bisschen einem Schnelldurchlauf machen. Gibt es eine spezifische Verhaltenssuchtprävention? Nein. Gibt es eine spezifische Drogenprävention? Nein. Gibt es überhaupt eine Suchtprävention? Jein, sagt man, glaube ich, dazu. Wie wirken Präventionsprogramme? Das wissen wir nicht genau. Wann sieht man Erfolge? Nach vielen Jahren, wenn überhaupt, kann man die Erfolge messen? Nein. Gibt es eine Präventionitis? Ja. Und jetzt habe ich eigentlich alles gesagt. Das ist, wir haben ja über diese Dinge am Vormittag schon besprochen, das ist die Tatsache.
Also ich glaube, dass Prävention, verstehen Sie mich richtig, sehr wichtig ist. Aber es geht nicht so sehr jetzt um eine ganz spezifische Prävention wie Prävention vor Rauchen und vor Herzinfarkt und vor Fahrradunfällen und von Sucht und von Internet und Ähnlichem, sondern es geht generell um neue Überlegungen, neue Definitionen, neue Reflexionen im gesamten Erziehungsstil. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also man müsste gar keine eigenen Suchtpräventionsveranstaltungen machen, sondern letztlich sagen, überlegen wir uns, was ist in der Prävention wichtig zu beachten, um psychische Probleme generell nicht zu verhindern, das kann man nicht, aber um sie möglichst ihnen vorbeugend zu begegnen und dafür zu sorgen, dass es nicht dazu kommt. Und damit würde man wahrscheinlich relativ viel treffen, die ganze Kränkungsproblematik, die wir heute besprochen haben, die ganze narzisstische Problematik, viele Neurosen, viele Persönlichkeitsentwicklungsstörungen und auch viele Süchte. Das bin ich überzeugt davon, aber ich werde Ihnen ganz sicher auch nicht geben können, ein Kochrezept, um was es geht. Ich denke, man muss ansetzen am Erziehungsstil. Ich habe ja heute Vormittag schon gespottet, anhand der großen Pädagogen, bei dem ich einfach empfehlen würde, mehr das Gefühl, mehr die Mutter, die Vaterinstinkte, das Empathievermögen sozusagen zum Tragen kommen zu lassen, weniger als die Richtlinien, die man einem von außen vorgibt. In meinem zweiten Spezialfach Kriminologie, da gibt es eine berühmte Untersuchung. Man hat Frauen, die vergewaltigt worden sind, gefragt, also außerhalb der Partnerschaft und Ehe, gefragt, was war das Erste, was ihnen aufgefallen ist, dass es gefährlich wird. Und der allerwichtigste Faktor, der allerbeste Messfaktor war nicht der böse Blick und das komische Gesicht und irgendwelche Andeutungen, es war der Instinkt. Dass diese Frauen gesagt haben, das Erste, was ich gemerkt habe, mein Gefühl hat mir gesagt, da stimmt was nicht, es wird gefährlich. Und das ist so ein kleiner Beweis dafür, dass wir den Instinkt viel zu wenig nützen und immer weniger nützen werden. Und ich glaube, in der Erziehung ist das auch etwas wichtig. Ich denke, man müsste einen Schwerpunkt legen auf die Kommunikationsfähigkeit, weil das Kommunikationsverhalten der Jungen ist natürlich ein ganz anderes geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Und dort müsste man vermehrt ansetzen, weil die Face-to-Face-Communication geht verloren. Ich habe kürzlich einmal einen Mann untersucht, der musste zur Musterung nach Innsbruck. Dann hat er unglücklicherweise sein Handy verloren, auf dem alles drauf war, gespeichert war. Der hat sich nicht getraut, einen Tiroler, gut, das kann man ein bisschen verstehen, zu fragen, wo geht's hier zur Konrad-Kaserne. Er hat sich nicht getraut, er war nicht in der Lage dazu. Er war völlig hilflos ohne sein Gerät sozusagen. Aber ich glaube jetzt nichts Tirolfeindliches gesagt, hätte ja keinen Grund. Also die Kommunikation muss man verbessern, dass ich nicht über Zigarettenrauchen und über Feuerangebot kommunizieren muss, dass man sich nicht traut, nur zu sprechen, wenn man eingeraucht ist oder wenn man alkoholenthemmt ist und Ähnliches. Da denke ich, wir müssen die Überlegungen ansetzen. Es geht immer um Ich-Stärkung, das Selbstwert, der eben heute so schwer zu erkennen ist, der Selbstwertzweifel. Hinter der Maske der Coolness sehen wir nicht, dass die Menschen Minderwertigkeitsgefühle haben, dass sie liebesbedürftig sind. Ich denke, in die Richtung das Lob, die Psychologie des Lobens, das wäre ein guter Titel für eine Fortbildungsveranstaltung. Wann haben Sie, frage ich die Herren, Ihre Frau das letzte Mal gelobt? Es ist drum jetzt Schweigen im Raum, weil Sie es lang nachrechnen müssen. Und es würden jetzt, wenn wir Zeit hätten, so Antworten kommen wie, ich habe eh alles gegessen, was auf den Tisch gekommen ist, nicht schimpfen ist Lob genug und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind, ist Lob natürlich also allein schon lerntheoretisch der beste Verstärker. Es ist einer der wichtigsten präventiven Faktoren. Es hat Sucht sehr viel zu tun mit Selbstlob. Das beginnt schon, wenn Sie heute Abend sagen, jetzt machen wir einen drauf, sagen vielleicht ein paar von Ihnen, jetzt haben wir den ganzen Tag zugehört und jetzt wollen wir uns dafür belohnen. Oder am Freitagabend nach einer arbeitsreichen Woche.
Es ist Lob, weil man eben unter Substanzeinfluss einen besseren Selbstwert bekommt. Es hat sehr viel mit Anerkennung zu tun, die uns fehlt. Und Sie können diese Grundsatzregel, dass der Mensch ein lobesbedürftiges, aber ein lobesunfähiges Wesen ist, also die hat sehr viel für sich. Das bin ich überzeugt davon, wenn wir das ehrlich sagen. Und ausnahmsweise auch ein politisches Wort, Bruno Kreisky, Original, der hat zu den Journalisten gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Lob ihr aushalt. Und das war ein wahres Wort, also das ist gar keine Frage. Und ich meine jetzt authentisches Lob, also wo so ein amerikanischer Guru auf der Bühne herumhüpft und sagt, yes, we can und du schaffst es und du bist der Größte und Stärkste und in einem Jahr hast 10 Millionen, das ist nichts wert, weil das ist Konserve und ist dann trainiert. Aber authentisches Lob, das vermissen die Menschen wahnsinnig. Um noch ein letztes Kriminalbeispiel, ein Lehrling hat seine Metzgerlehre durchbrochen und fährt völlig überraschend zu seinem früheren Lehrherrn mit einer geladenen Waffe seines Vaters und schießt ihm ins linke Auge durch die Brille durch, hat ihn also umgebracht. Und das einzige Motiv war, er hat bei dem die Lehre gemacht, der war sonst in Ordnung, der hat mir nie gelobt. Natürlich spielen andere Faktoren mit eine Rolle, das weiß ich schon. Das als Metzgersohn, der Vater hat ihn schon früh Tiere erschießen lassen, also da ist die Hemmschwelle schon mal gesenkt und ähnliches. Aber sein für ihn das wichtige Motiv, ich bin nie gelobt worden. Also die Menschen gieren nach Lob und das ist ein wichtiger suchtpräventiver Faktor. Die Autonomie fördern, es ist besonders wichtig, dass die Menschen atmen können. Das Leben funktioniert immer nach dem Prinzip Nähe, Distanz, Nähe, Distanz, Nähe, Distanz. Das ist bei der Herzaktion so, das ist beim Atmen so, das ist beim Sex so und das ist auch in der Psychologie so. Wenn ein Paar nur zusammenklebt, wenn wir die Kinder nicht selbstständig werden lassen, können sie ja nicht schnaufen. Und dann werden sie ihre Autonomie, die man eben braucht, um Leben zu verwirklichen, vielleicht in einem Rausch holen. Der Rausch gibt einem das Gefühl, jetzt ist alles wurscht und jetzt bin ich frei und dergleichen. Also die Autonomie fördern. Dann, wie man mit Stress richtig umgeht, durchaus nicht nur, indem man ihn vermeidet, sondern zum Stress die richtige Einstellung bekommt. Guter Stress ist super, das ist Wind im Rücken umgekehrt. Aber negativer Stress, also wenn es einem dauernd ins Gesicht bläst, ähnliches ist natürlich ein gesundheitsrelevanter Faktor, den man vermeiden muss. Wie man mit Frustrationen umgehen kann, also sprich das Kränkungsthema von heute Vormittag. Man sollte natürlich auch Risikofaktoren erkennen und man sollte Schutzfaktoren erarbeiten, die eben darin liegen, wie ich mit Stress umgehe, wie ich sogenannte Coping-Mechanismen entwickle, wie ich nicht mehr so kränkbar bin, wie ich nicht so verletzlich bin, wie ich mir traue, die Dinge anzusprechen. Also, die Ziele der Suchtpräventionsarbeit sind konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen. Es geht darum, Kontaktschwierigkeiten zu überwinden. Haben Sie das schon einmal überlegt, dass die großen Einzelverbrecher, also nicht die Gruppenverbrecher, nicht die Terroristen, sondern die Einzelverbrecher, Breivik, Fuchs etc., gibt gar nicht so viele. Das waren alles völlig isolierte Menschen. Die haben niemanden gehabt, mit denen sie reden können, der mit ihnen geredet hat, der sie geerdet hätte. Die Schulamokläufer, die haben auch viel zu wenig geredet. Die haben drum sich dann in ihre eigenen Fantasien versteigert und dann kommt es zu diesen Dingen. Das Angstthema ansprechen, das müssen Sie mir jetzt glauben. Angst nimmt quantensprungartig zu. Wir sehen in unseren Praxen immer häufiger Menschen, die sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe eine wahnsinnige Angst, Angst, die lähmt. Und da jetzt sozusagen anzuerkennen, dass der Weg müsste eben sein, dass die Angst ein nicht Schlechtes ist. Die brauchen wir ja. Also wenn ein Patient kommt, ein Schüler kommt und sagt, hypnotisieren Sie mir meine Angst weg, dann sage ich erstens, kann ich es nicht und zweitens will ich es gar nicht. Wenn wir keine Ängste haben, kann es ja nicht funktionieren sozial. Aber die Angst sollte ein Wachhund sein, ein Schäferhund oder ich weiß nicht, welche Rasse
besonders gefragt ist als ein Wachhund, aber jedenfalls nicht ein reißender Wolf, der die Seele auffrisst. Und heute haben wir dieses Phänomen, dass sehr, sehr, sehr starke Ängste hier sind. Und das beste Mittel dagegen ist natürlich, dass man darüber redet, dass man sie anspricht, dass man der Angst einen Namen geben lässt. Wenn jemand diffuse Angst hat, ist allein schon dieses einfache Mittel, dass man ihm zu überlegen gibt, wie würdest du die eigentlich ansprechen, wenn du mal einen Namen geben müsstest, Josef oder Franz oder Franziska. Oder manchmal kommen ganz verrückte Namen daher. Der Trick dahinter ist, dass dann die Angst nicht mehr diffus ist, dass sie erkennbar ist, dass man zu ihr auch sagen kann, geh jetzt raus, sie braucht im Moment nicht. Und dass man sozusagen so figurale Umgangsformen mit der Angst entwickeln kann und nicht Benzos oder Cannabis nehmen muss, um mit seinen Ängsten fertig zu werden. Natürlich mit Geld umgehen lernen, die Freizeit gestalten. Wenn man Süchtige fragt, was haben sie für ein Hobby, dann ist die 100% Antwort, sie meinen gehabt. Süchtige haben keine Hobbys mehr, weil sie keine Zeit dafür haben, weil ihre Interessen eingeengt sind. Und dementsprechend, das ist im Übrigen auch eine ganz einfache Untersuchung. Wir haben in Vorarlberg einmal überprüft, ein Verhältnis zur Vereinsaktivität in Dörfern und Gemeinden zur Häufigkeit von Drogenfällen. Und da waren ganz eindeutig hochsignifikante Zusammenhänge hier. Dort, wo das Vereinsleben aktiv war, ganz niedrige Rate. Übrigens gilt das auch für Suizidversuche, für Suizide, aber vor allem für Sucht und bei den anderen umgekehrt. Dann natürlich realistische Ansprüche stellen. Wenn wir die Ansprüche zu hoch stellen, wenn wir sie zu nieder stellen, dann ist das entwürdigend. Wenn wir sie zu hoch stellen, oft sehr frustrierend. Sie müssen realistisch sein. Wenn ich mir fürs neue Jahr vornehme, ich will jung, gesund, reich und schön werden in der Mahlzeit. Wenn ich mir aber vornehme, 2 Stockwerke zu Fuß zu gehen, wenn ich mir vornehme, mehr Wasser zu trinken, dann sind das alles Dinge, die man umsetzen, die man verwirklichen kann und die à la longue gesehen großen Erfolg bringen. Wie viele Tonnen Teer geben Sie Ihrer Lungen, oder wie viel Kilo, Entschuldigung, an Teerblöcken geben Sie Ihrer Lunge durchs Rauchen? Das sind 12 Stück, 12 2-Kilo-Blöcke, durch eine ganz einfache Maßnahme. Ich trinke Zucker Kaffee mit Zucker, so wollte ich sagen. Aber was würde ich mir ersparen, wenn ich das nicht tun würde? 1200 Kilogramm Zucker, also im Laufe eines tüchtigen Leben eines tüchtigen Kaffeetrinkers und so weiter. Da könnte man unzählige Beispiele sagen, Kleinigkeiten, die auf lange Sicht gesehen enorme Erfolge bringen können. Man soll mit dem Körper freundlich umgehen, Trudi Schob. Wie wir gesagt haben, wichtig ist, dass die Menschen Selbstsicherheit gewinnen, dass sie ein gesundes Maß an Narzissmus haben und dass sie sich abgrenzen können. Burnout bekommt nicht jemand, der Dienst nach Vorschrift macht und der eher auf dieser Welle ist, dass man irgendwie durchkommen muss, sondern Burnout bekommen die Tüchtigsten. Ausbrennen kann nur, was einmal gebrannt hat. Und das heißt mit anderen Worten, die jungen Menschen müssen auch dazu gebracht werden, Nein zu sagen, dem anderen zuzumuten. Das hat jetzt wieder mit dem Kränkungsthema zu tun, dass ich sage, nein, ich kann nicht, das ist mir zu viel oder dergleichen. Das alles sind unspezifische, aber wie ich mir denke, im Prinzip auch einfache Faktoren, die aber gesamthaft viel bewirken können und die, finde ich, oft nicht mit der richtigen Konsequenz auch bedacht werden, zumindest bei mir nicht. Es gibt 7 Regeln gegen Sucht, dass die Menschen seelische Sicherheit brauchen, dass sie Lob brauchen, Anerkennung und Bestätigung. Das Wunder der Wertschätzung ist etwas ganz Zentrales, dass man sich sonst über Suchtmittel unter Umständen holt, ist das beste Mittel gegen Gekränktheit. Man braucht auch wiederum diese Gratwanderung zwischen Autonomie und Beständigkeit. Die Menschen brauchen realistische Vorbilder. Das sind die Lehrer, da kommen sie nicht umhin. Die Pädagogen, die Eltern natürlich. Man braucht Bewegung natürlich und richtige Ernährung. Man braucht Freunde. Und man braucht, das muss man in Österreich besonders betonen, Visionen, also Träume und Lebensziele. Warum? Weil
was man bei den Drogen zum Teil sucht, das sind ja die traumatischen Vorstellungen, die Visionen. Wir haben zwar einmal einen Bundeskanzler gehabt, der hat gesagt, wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Aber ich glaube, der verdienstvolle Mann hat hier Visionen und Halluzinationen verwechselt miteinander. Weil ich glaube, gerade wir in Österreich könnten mehr Visionen brauchen. Und die jungen Menschen brauchen natürlich vor allem Visionen auch, weil sie die sonst in den Drogen auch, die Drogen liefern tolle Visionen, oder? LSD und so weiter, das gibt enorme traumatische Zustände. Und man braucht Lebensziele, weil es ist Wesen der Sucht und des Rausches, dass es Ziele verwischt. Ein Rausch ist nicht kompatibel mit einem Ziel. Dementsprechend ist es ganz wichtig, dass man diese Dinge versucht zu vermitteln. Jetzt bin ich schon bald beim Wort zum Sonntag gelandet, werden sagen. In der Schule hat man nach Hurlmann, das ist der berühmte Autor, Gelegenheit, dass man Übungen macht zur Entwicklung sozialer Identität durch Rollenspiele zum Beispiel. Man kann die Selbstwahrnehmung verbessern durch Sport. Also ich begrüße das sehr auch aus suchtpräventiver Sicht, wenn Sport häufiger gemacht wird, auch aus anderen Gründen. Man kann Werte bewusst machen. Weil ich glaube, gerade jetzt im Zusammenhang mit der Religionsdiskussion und so, Toleranz heißt ja nicht, dass man auf die eigenen Werte verzichtet. Toleranz heißt, dass man die anderen Götter auch gelten lässt, neben seinen eigenen. Dass man das aushält, aber nicht, dass man weggeht von unseren Werten. Und gerade, man kann ja so Wertepyramiden machen mit den Kindern. Was ist der höchste Wert? Im Übrigen waren jahrzehntelang bei den Befragungen immer an erster Stelle oder an den ersten drei Stellen Gesundheit, Beruf, Familie, manchmal in unterschiedlicher Reihenfolge, aber immer diese drei. Bei der neuen Umfrage ist das nicht mehr der Fall. Das ist an erster Stelle sich selbst verwirklichen als ein narzisstischer Anspruch. Und wenn man das ganze Kastengetöse und so weiter sieht, dann glaube ich, hat das schon etwas für sich. Man kann letztlich auch Übungen und Spiele zur Körpererfahrung machen. Das ist ganz wichtig. Das ist für die Jungen auch ein ganz hoher Wert, oft das einzige Kapital, das sie haben, ihren Körper. Und das ist im Übrigen auch so eine komische Geschichte. Ich erlebe Folgendes. Ein Junkie, der haut jeden Tag 3 Gramm Heroin hinein in 10 Schüssen. Und mit unsauberem Material und alles Mögliche und nimmt, was er nur irgendwie kriegt. Und wenn er dann in Therapie ist, dann muss man eine riesen Mühe aufwenden, damit er überhaupt eine Vitamintablette nimmt. Sondern sagt, nein, das könnte für meinen Körper schädlich sein und keine chemischen Substanzen und ähnliches. Und dieser Widerspruch belegt ja nur, dass er im Prinzip ein sehr hohes Körperbewusstsein hat und dass er im Prinzip dass ein ganz großer Wert ist, aber dass er es leider halt durch die Sucht mit allen Verfälschungen sozusagen nicht so leben kann, wie er es eigentlich möchte. Jetzt. Bei den Verhaltenssüchten ist das Ziel nicht die Abstinenz, das kann es gar nicht sein, sondern der kontrollierte Umgang. Und die Therapie setzt genau auf diese Dinge, auf die ich vorher ohnehin allgemein gesprochen habe, Stärkung des Selbstbewusstseins und Ichs, Verbesserung der Frustrationstoleranz als Umgang mit Kränkungen, Kränkungsbewusstsein entwickeln, Stimmungsregulieren beachten, natürlich, das ist etwas, was ich vielleicht nur zu wenig gesagt habe, die starke Verstimmbarkeit der Frauen auch im Übrigen stärker ausgesetzt sind als Männer durch das Spiel der Hormone. Und es ist wichtig, dass man auf Autonomie großen Wert legt, nonkonformistisch und dass man nicht vergisst, dass etwa 15% der jungen Menschen behandlungsbedürftige psychische Probleme haben und die muss man natürlich auch mit behandeln. Das ist ja ganz klar. Wenn Sie das am Vormittag ein bisschen verhöhnte und heruntergespielte Beispiel ADHS nehmen, natürlich ist es so, dass diejenigen, die ein echtes ADHS haben, später viel eher zu welcher Droge greifen, was glauben Sie? Bitte? Welche Medikamente? Ja, da beginnt die Schwierigkeit, ist es Ritalin? Das würde man meinen, aber das ist nicht der Fall. Der Ritalin ist ein Amphetamin, sondern sie greifen auf beruhigende Medikamente, also vor allem auf Cannabis und auf Benzos.
das sind die Suchtprobleme der ADHS-Patienten später. Auch der Versuch einer Selbstheilung der Hyperaktivität durch solche Substanzen. Also man muss die komorbiden Störungen behandeln. Und es gibt dann natürlich auch nur so einzelne Module, spezifische Module für die einzelnen Störungen. Im amerikanischen Bereich haben sich diese Grundsätze hier durchgesetzt, nämlich, dass man zum Beispiel mit den Kindern sagt, zuerst werden am Morgen die Zähne geputzt und erst dann der Computer eingeschaltet. Das ist jetzt alles stark übertrieben, aber es hat schon was für sich, dass man einen Wecker einführt, dass man nämlich die Zeit vor dem Computer, wo ja die Stunden, die Zeit sozusagen verkürzt und gestaucht wird, dass man die tatsächlich durch einen wahrscheinlich computerisierten Weckruf sagt, du hast heute schon 3 Stunden oder dergleichen. Dass man hier auf einen kontrollierten Umgang in Form des erlaubten Stundenumgangs pro Woche abstellt. Das sind alles ganz einfache Dinge, aber die sind wahnsinnig schwierig umzusetzen. Das ist wirklich ein Problem. Ich erlebe das bei meiner eigenen jüngsten Tochter, das ist auch ganz so aus der Computergeneration, um mit dir zu sagen, jetzt einmal 4 Stunden kein Handy und so weiter, das ist nicht so einfach. Das traut man sich selbst auch nicht zu, dass man die Härte aufbringt und das so konsequent verlangt. Man soll Abstinenz üben für gefährliche Anwendungen, für die mit negativen und positiven Folgen wach werden. Man sollte die Hobbys wieder entwickeln. Man sollte die Menschen auch so weit bringen, dass sie nicht nur vom Internet den Support nehmen und dass ihre Quelle ist, sondern durchaus auch auf menschliche Erfahrungen drängen. Und man sollte vor allem auch die Schuldzuweisungen, die es hier natürlich auch immer gibt, im Rahmen möglicherweise einer familientherapeutischen Sitzung aufarbeiten, weil, wie ich ja einleitend gesagt habe, wir hier dieses große Problem haben, dass die Betroffenen überhaupt keinen Leidensdruck haben und die Angehörigen einen sehr großen, und so sind auch die Schuldgefühle verteilt, und das ist überhaupt in der Sucht, der Umgang mit Schuld ist etwas am schwierigsten, weil die Süchtigen haben oft Schuldgefühle aus den Selbstwertzweifeln resultierend und die Erwachsenen erst recht, weil sie sich natürlich immer schuldig fühlen. Das ist das Hauptproblem, warum sie auch nicht in Therapie kommen, weil sie sagen, irgendwas werde ich schon falsch gemacht haben. Und das muss man von vornherein beseitigen, indem man vermittelt, dass Pädagogik und Psychologie nichts mit Schuld zu tun hat, sondern mit Kräften, mit psychischen Abläufen und seelischen Kräften und nicht mit Schuld, dass man die ganz neutral betrachtet. Und ich meine, was macht der Süchtige, wenn er Schuldgefühle hat? Da dürfen wir 3-mal raten. Der wird seinen hinter die Binde gießen oder einen Joint rauchen oder eine Tablette schmeißen. Also mit der Schuld muss man wahnsinnig vorsichtig umgehen. Das ist ein hochsensibles Thema und versuchen es so gut es geht zu vermeiden. Ja, dann muss ich Ihnen natürlich noch zum Schluss eine unangenehme Wahrheit mit auf den Heimweg geben. Wir können unsere Kinder erziehen, wie wir wollen, sie werden uns trotzdem nachahmen. Also dieser Nachahmeffekt, der Vorbildeffekt, ist jetzt wirklich was höchst Konservatives, aber der ist eindeutig belegt wissenschaftlich. In den USA macht man das so mit diesen modernen Methoden. Wenn der Chef Golf spielen geht, dann machen es, glaube ich, 86% der unmittelbar Untergebenen auch. Und wenn der Chef dieses berühmte Bild mit dem Lachs in der Luft beim Angeln in Kanada im Büro aufhängt, dann machen es, glaube ich, über 70% seiner Untergebenen auch. Und ähnliches, und so ist es natürlich auch, wenn der Chef sagt, ich höre auf rauchen, beste Lebensversicherung, dann ist auch hier der Nachahmungseffekt groß, und genauso ist es in der Pädagogik, in der Kindererziehung. So, jetzt sind wir am Ende. Haben Sie noch dringende Fragen? Es tut mir jetzt, wie gesagt, leid, ich habe jetzt euch selbst vorexerziert, wie Sucht funktioniert, nämlich dass man sich nicht dran hält und die Sprechsucht alles überrennt und man dann ein bisschen unkontrolliert wird. Aber ich bin trotzdem guten Muts, dass also diese ganzen statistischen Dinge, die haben nicht nur mit meiner Mathematikphobie zu tun. Ich bin, wie gesagt, technisch völlig unbegabt, sondern ich glaube, dass Geschichten und Beispiele
und wie man dort ansetzen kann, letztlich besser hängen bleiben, besser haften bleiben als irgendeine Zahl, die man relativ rasch wieder vergisst. Und insofern also bitte ich Sie zu entschuldigen, dass ich in der letzten Zeit nicht ganz explizit noch erörtert habe und dass ich in der Prävention nicht irgendwelchen systematischen Maßnahmen den Vorrang gehe, sondern eher allgemein pädagogischen in der Erziehung zu einer gesunden Lebensführung, auch psychisch und letztlich auch konkret beispielsweise zur Alkoholmündigkeit. Ja, sind noch Fragen? Bitte. Jetzt haben Sie gesagt, die Zahl kommen ja nach Hochfahrt, bei Jugendlichen 1% irgendwas computersüchtig. Ja. So schlimm finde ich das nicht, zahlt ein, aber Glas haben halt zu viel von denen. Das ist realistisch. Also, wie gesagt, ich kann es auch nicht beweisen. Es ist nur mein eigener Eindruck. Und die Forschungen, die gehen jetzt im Moment auch davon aus, dass man die Zahl der Computersüchtigen in den letzten Jahren überschätzt hat. Es geht mir eben darum, dass ich zu bedenken gebe, Sucht ist nicht eine Gewohnheit. Und Sucht ist nicht etwas, was man gerne tut. Und Sucht ist auch nicht etwas, was man viele Zeit tut. Sucht ist schon eine ernstzunehmende Krankheit mit all diesen Kriterien, Kontrollverlust etc. etc. Und wenn man also so, so eine enge Definition nimmt, eine wirklich krankheitsbezogene Definition, glaube ich, dass die Zahlen etwas niedriger sind. Aber dass der viele Umgang mit Computern natürlich und die viele Zeit, die man dort verbringt, dass das ein Problem ist, das steht völlig außer Frage und natürlich ein zunehmendes Problem. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Erwachsenenbildung generell und also bei Lehrer ausbilden zu wollen, ist natürlich ein narzisstischer Anspruch, den man nicht erfüllen kann. Aber Erwachsenenbildung ist, denke ich mir, unglaublich privilegierend und angenehm. Also da müsst ihr schon was anderes mitmachen in der Schule. Und vielen Dank. Also es war für mich auch jetzt sehr angenehm.